Eigentlich kann ich da nur ganz, ganz kurz zu sagen, also was ich in der BIAS immer sehr beeindruckend fand, war dieses Standortübergreifende, also die haben nie für sich nur gedacht, sondern für andere mit. Höhepunkt war diese Geschichte mit AOS Mayak, wo dann selbst die AOSer BI gesagt hat, nein, wir sind gegen Transporte, wir haben immer gesagt, nichts rein, nichts raus. Selbst wenn das jetzt für den Standort oder für die BI ein kurzfristiger Vorteil wäre, wir halten an diesem Konzept fest, da ist man glaubwürdig. Das ist sehr beeindruckend immer gewesen, immer das standortübergreifende Denken. Das fand ich immer sehr beeindruckend. Dann, dass ihr auch immer, sagen wir mal, auf verschiedenen Ebenen, ihr wart, sagen wir mal, naturwissenschaftlich, rechtlich immer auf der Höhe, habt da eure Registerkarten gezogen und auf der Straße habt ihr auch was hingekriegt. Also das sind die wirklich die drei Sachen, wo ich einfach sage, das ist auch immer sehr beeindruckend, was da auch am theoretischen Background da ist. Und was ich auch in der BIAS immer gut fand, war, dass es wirklich sehr bunt und sehr breit aufgestellt war und immer nach allen Seiten offen. Also wenn ich an die 2005er Zeit denke, also da war von Großstadtpunks, die hier ihren Sommerurlaub im Camp verbracht haben, bis zur KfD waren da alle an Bord, ein ganz, ganz breites Spektrum, die einfach nur in einer Frage wirklich zusammengearbeitet haben, jawohl, wir sind gegen Atomtransporte, wir sind gegen die Einlagerung, wir sind gegen die Nutzung der Atomkraft. Und das hat in der ganzen Breite immer gut geklappt, ohne dass es da großen Zoff gab. Das finde ich auch immer sehr beeindruckend in AOS. Okay, das war mein Grußwort für SOFA Münster, Gruppe Sofortiger Atomausstieg und für das Aktionsbündnis Münsterland. Wir freuen uns weiter mit euch zusammenarbeiten zu können. Ihr wart auch mal an der Stelle, wenn wir euch gebraucht haben. Wir werden auch wieder da sein, wenn ihr uns braucht. Ganz klar. So, jetzt Cut. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt steht hier ein ganz anderer. Ich darf noch ein Grußwort von den Aktivisten hier verlesen oder vortragen, die jetzt diesen Uranzug auf der Strecke Münster-Gronau blockiert haben. Zum 40-jährigen Jubiläum von euch schaffen wir es zwar nicht, alle vorbeizukommen, aber dafür gibt es ein anderes Geschenk von uns. Donnerstag und Freitag haben wir es geschafft, einen Urantransport für etwa 17 Stunden aufzuhalten. Der mit Uranhexafluorid aus Kanada für die UAA in Gronau beladen war. In zwei Betonblöcken ketteten wir uns an, fingen so den Uranzug zwischen den beiden Betonblöcken, sodass er auch nicht über Umwege die Urananreicherungsanlage erreichen konnte. Somit lenken wir nochmals die Aufmerksamkeit darauf, dass in Gronau weiter Atommüll produziert wird und die Anlage eine unbefristete Betriebsgenehmigung hat. Die BIAS hat immer wieder auch die Urananreicherungsanlage in Gronau in den Fokus genommen und wir hoffen, euch dabei durch die Aktion unterstützt zu haben. Macht weiter, bleibt widerständig, Atomausstieg ist Handarbeit. Oh. Als Grußwort von den Aktivisten, da sind tatsächlich dann auch studentische und junge Leute dabei und die haben alles, die haben Zeit, da muss man sehr viel Zeit für aufwenden, für so eine Aktion, um die vorzubereiten. Was sie nicht haben und was so eine Aktion kostet, auch ziemlich viel Geld, muss man sagen, da sind Materialkosten dabei, da sind Fahrtkosten dabei und da gibt es nachher auch noch eine Menge juristischer Kosten, die da entstehen. Die machen das auch alle ehrenamtlich, die nehmen nichts für die aufgewandte Zeit, die da ganz immens ist. Aber wenn der ein oder andere sagen würde, jawohl, für die Aktion finde ich gut, eine kleine Spende wäre heute akut dafür möglich. Ich lasse hier so eine Dose für rumgehen. Also wer dann sich berufen fühlt, wer sagt, okay, ich kann sowas selber nicht leisten, mit den ganz anderen Zusammenhängen, familiär, beruflich, sonst wie. Ich möchte das aber unterstützen, dass zumindest die Kosten, die da entstehen, etwas abgefangen werden. Dann kann er noch in diese Dose was spenden. Vielen Dank.